Spielzeit 23/24. Auf den Probebühnen wird bereits gearbeitet, gespielt und diskutiert. Es prallen Welten aufeinander. Ein reiches Paar sitzt da inmitten der sogenannten Unterschicht. Und gleich daneben verliebt sich Jimmy, 15, bildungshungrig in Martha, Professorin, auch wenn soziale Ungleichheit ihre Leben trennt. Geld darf nicht nötig sein, ruft Philipp Löhles Gospodin der Ungleichheit entgegen. Tja, ist es aber meistens eben doch. Das spürt nicht zuletzt auch eine junge Frau mit Namen Ria. Vielleicht hilft ja ein völlig neues Erbschaftsrecht mit Losverfahren. Vorurteile jedenfalls bringen uns nicht weiter. Das zeigt uns eine Freundschaft, die in keine Schublade zu passen scheint. Apropos passen, passender Übergang. Passen Theater und Digitalität eigentlich zusammen? Ja, darum gibt es in der dritten Etage jetzt das XRT, ein Theater für erweiterte Realität. Hier heißen Sie an einem Abend Marvin und lösen Kriminalfälle in einer virtuellen Welt und sehen am nächsten schon Hans-Christian Andersen beim gekonnten Medienhopping zu. Diesen letzten Satz hat eine künstliche Intelligenz geschrieben. Ja, die kann viel. Darum fragen wir uns, wie man mit ihr zusammenspielen kann. Auftritt ein gewisser General, der hier seit 65 Jahren nicht mehr aufgetreten ist, gefolgt von einem Narren in Ritterrüstung auf dem Weg zum Helden. Ob das gelingt? Mal sehen. Fest steht aber, wer grandios an einem Banküberfall scheitert, wird bei dem Versuch, einen Krimi aufzuführen, ebenfalls zum Schreien komisch sein. Fehlt jetzt noch was? Ach ja, die Liebe. Ja, die braucht's natürlich auch. Und Sie, vor allem Sie, beim Import-Export-Café oder der Nachtetage oder vor, nach und während der Vorstellungen. Wir freuen uns auf Sie.